Hallöchen zum neuen Video. Heute geht es um den Hauptgang vom Weihnachtsmenü. Wahrscheinlich hast du das erste Video schon gesehen und geliked, so wie bei diesem hier. Und jetzt geht's an den Hauptgang. Hier starten wir mit dem vegetarisch-Fleischersatz. Keine Ahnung, will ich es nicht nennen, aber der Hauptkomponente. Ich habe heute schon ein bisschen vorbereitet, weil das ist ja auch an Weihnachten immer so ein bisschen Ding. Wenn dann die Gäste kommen oder die Familie, so viel will man dann vielleicht nicht mehr machen. Außer man macht alles zusammen, das ist auch schön. Und zwar habe ich den Kürbis. Ich habe jetzt heute Butternut genommen, würde ich euch auch empfehlen. Oder Muskatkürbis. Den habe ich schon geschält. Das funktioniert super mit einem Sparschäler übrigens. Und normalerweise kann man oft bei vielen Kürbissen, außer Muskat eben, die Schale ganz gut mitessen. Das habe ich schon mal getestet im Video. Ich verlinke es dir hier. Ich glaube, es müsste hier sein. Aber bei dem Rezept habe ich es getestet mit Schale und das ist wirklich nicht geil. Also auf jeden Fall da die Schale runter. Genau, den habe ich dann geschält, in Würfel geschnitten, eher so gröber. Und dann war er jetzt im Ofen. Die genaue Mengen und Zeit und alles Angaben steht im Rezept. Das findest du auf meiner Homepage. Der Link ist unten in der Infobox in annasküche.de. Der Kürbis ist gegart. Dann haben wir noch für die Füllung Ei, außerdem Grieß, ein bisschen Butter und Gewürze. Also Salz, Pfeffer und Muskat. Und dann, das wird ja so ein Kraut-Mangold-Roulade. Das habe ich auch schon blanchiert. Also hier ist das Kraut. Ich habe Spitzkraut genommen, weil das war größer und das ist halt auch feiner. Also Spitzkraut, wenn ihr ein schönes seht, nimmt das. Und Mangold. Zweierlei. Ich dachte mir eigentlich, na, ist vielleicht ein bisschen too much. Aber warum nicht an Weihnachten mal ein bisschen prassen und beides? Weil der Mangold gibt nochmal diese eher erdige Note mit rein und also das schmeckt ganz gut und die Farbe ist natürlich auch super. Das ergänzt sich ganz toll mit dem Orange und das Kraut, das gibt dem Ganzen mehr Halt und auch der Geschmack von dem Kraut ist dann wirklich auch super. Also die Mischung wird sehr fein und lecker. Das sind die Vorbereitungen. Apropos Vorbereitungen, falls du das eben an Weihnachten, Heiligabend, wann auch immer machst, würde ich dir empfehlen, vielleicht das sogar schon am Tag vorher zu machen, weil dann kühlt diese Rolle, also ich sage dir dann bis wohin vorbereiten, dann kann diese Rolle nochmal schön abkühlen und bekommt eine festere Konsistenz. Aber du kannst es auch frisch machen, so wie ich das jetzt heute mache, ist auch kein Problem. Genau, dann starten wir mal. Wir machen als erstes zusammen die Füllung und dafür nehmen wir eben den Kürbis und ich tue sofort die Butter rein, damit die hier auf dem warmen Kürbis noch schmelzen kann und dann wird der zerstampft. Ich mache das jetzt ganz einfach mit einem Kartoffelstampfer. So, ein paar Stückchen sind jetzt noch drin, aber die stören mich jetzt überhaupt nicht. Dann kommt jetzt auch das Ei dazu und der Grieß. Eine große Prise Salz, Pfeffer und ein bisschen Muskatnuss. Das Ganze wird dann jetzt vermengt. Und dann, ich weiß, es ist rohes Ei drin, aber ich probiere dann schon so ein bisschen, weil ich will schon dann ungefähr abschätzen können, ob es passt oder nicht. So, und dann kommt jetzt das Schwierigste. Naja, Schwierigste, so schwierig ist auch nicht. Jetzt machen wir auf jeden Fall die Roulade. Ich habe mir jetzt noch eine Nudelholz geholt und Frischhaltefolie. Und dann kommen wir zum Kohl und Mangold. Ich lege mir jetzt das Blatt hierher und dann glätte ich das so ein bisschen und ihr hört schon knacken. Wir zerstören hier so ein bisschen die Struktur, aber dann lässt sich das gleich besser einwickeln. Und anschließend tupfe ich das noch ein bisschen trocken mit einem sauberen Geschirrtuch, weil das so noch sehr viel Wasser vom Blanchieren in sich hat. Aber also den Aufwand würde ich jetzt nicht so betreiben, wenn es nicht mal Weihnachten wäre. Sonst könnt ihr das einfach auch so ein bisschen rustikaler zusammenwickeln, wie ich das zum Beispiel bei den Kohlrouladen gemacht habe.
Bei dem Mangold mache ich das jetzt nicht. Den tupfe ich nur ein bisschen trocken. Schon flach genug. So, dann kommt jetzt die Frischhaltefolie zum Einsatz. Ich will eine dicke Rolle. Das heißt, ich orientiere mich jetzt mal an dem Brett und mache das ungefähr auf die Länge und nehme noch eine zweite Lage dazu. Und die lasse ich so halb überlappen, weil die Breite von der Rolle, das reicht wahrscheinlich nicht ganz. Genau, dann haben wir jetzt ungefähr, ja nicht ganz das Brett, aber so ungefähr. Und dann lege ich jetzt die Blätter aus. Das wird ja quasi der, ja wie bei dem Strudel der Teig. Ich habe mich dazu entschlossen, dass ich außen den Mangold will, weil die Struktur einfach so schön ist und die Farbe dann wahrscheinlich schöner wird. Ich habe jetzt hier drei Blätter einfach nebeneinander und lasse aber am Rand jetzt definitiv auch noch Platz, weil man muss das ja auch noch einklappen. Ich mache mir auch gleich Gedanken, wie will ich das einrollen, und mein Plan ist schon, dass ich hier anfange zu rollen. Und dann lege ich jetzt meine Kohlblätter noch aus. Da mache ich das nach dem gleichen Schema. Ich müsste ein bisschen aufpassen. Ich habe die Befürchtung, dass das bei mir auch dicker wird außen als innen. Deswegen werde ich hier jetzt noch ein bisschen von dem überschüssigen Blatt hier wegnehmen und noch hier am Rand hinlegen. Genauso auf der anderen Seite. Und dann kommt jetzt die Masse rein. Ich verteile die einfach einmal hier oben drauf. Und dann verteile ich die. Hier oben lasse ich wieder so ein Stück frei, damit das dann nicht da rausquillt. Schon, dass alles schön gleichmäßig ist, außen und innen, dass es dann nicht so die eine dicke Stelle ist und die Form von einer Schupfnudel oder sowas hat. Okay, dann geht es jetzt ans Rollen. Das ist wahrscheinlich so der schwierigste Part, wenn man keine Übung hat. Also ich habe das auch schon lange nicht mehr gemacht und ich habe auch nur Übung, oder naja, ich hatte früher mal ein bisschen Übung mit Terrinen, also das Ganze mit Fleischform. Ja, lang ist's her, aber das ist quasi die vegetarische Variante gerade von einer Terrine. Also ich klappe jetzt hier an der Seite als erstes ein, auch mit ein bisschen Druck, damit das auch da bleibt, wo es hin soll. Und das ist auch gut, damit dann nichts hier rausquillt, vielleicht sogar noch ein Stückchen mehr. Genauso auf der anderen Seite. Ja, und jetzt wird eingerollt. Da ist ein bisschen Fingerspitzengefühl gefragt. Im Grunde ist das wie ein Strudel, nur ein bisschen fragiler und wabbeliger. Auch hier darauf achten, dass immer so ein bisschen sanfter Druck mit dabei ist. Weil sonst hat man hier zu viele Lufteinschlüsse. Okay, und dann sind wir hier am Ende angekommen. Und jetzt wird es noch fixiert und eingerollt. Ich rolle das jetzt quasi wieder zurück und wirklich in die Folie ein. Schaut, dass ihr noch ein bisschen Platz am Rand habt. Ich habe es ein bisschen zu breit gemacht. Ich habe jetzt da nicht mehr so viel Platz. Das ist ein bisschen blöd, aber geht schon. So. Jetzt ist sie verpackt. Vorsicht, die ist echt fragil. Und jetzt wird hier an den Seiten eingedreht. Hier ist echt ein bisschen zu wenig. Macht es doch ein bisschen breiter, oder? Also, ihr braucht schon ein bisschen am Rand auch noch dann. Ich nehme das jetzt hier und zwirbel das schon so ein bisschen ein. Schaut, dass ihr das gut habt. Und dann, wenn ihr es eben gut in der Hand habt, dann könnt ihr das Ganze schön einrollen. Und zwar einfach so, der Vorführeffekt, so am Brett noch einrollen, und dann wird es kürzer und dicker, noch ein bisschen kompakter. Jetzt kriegt es so eine wirkliche schöne, gleichmäßige Form. So, dann könnt ihr die Enden hier noch zusammenbinden, wenn ihr das wollt. Ich bin jetzt mal risky. Bin ich risky? Lass ich das los? Ja, ich lasse es. Ich hoffe, es hält. Gut. Okay, also jetzt haben wir eine schöne, kompakte Wurst hier. Sie ist immer noch leicht fragil, aber es geht. Ich wickel das jetzt alles nochmal in eine Schicht Alufolie. Ja, ich weiß, heute passe ich richtig mit Alufolie und Frischhaltefolie. Aber ach, an Weihnachten geht es schon mal. Einmal im Jahr
Das Ganze habe ich jetzt vorsichtig hier rüber geschubst. Schön verknoten hier die Enden, dass wirklich sich das nicht mehr auflösen kann. Das kommt jetzt in den vorgeheizten Ofen. Wie gesagt, die Zeitangaben und Mengen ist alles im Rezept. Und als nächstes geht es jetzt dann an die Spätzle. Jetzt die Spätzle. Dazu habe ich schon Mehl abgewogen und eine große Prise Salz. Außerdem Ei und Wasser. Nebenbei läuft schon der Kochtopf mit Wasser, denn das geht echt super fix. Da wird das Wasser länger brauchen zum Kochen als der Teig jetzt. Bei Spätzle gibt es ja immer ganz viele verschiedene Versionen. Ich mache jetzt Teig für die Variante. Die Teigkonsistenz ist ein bisschen abhängig, wie oder welches Gerät du verwendest für Spätzle, ob du die schabst oder mit dieser Presse gibt es ja auch oder keine Ahnung. Also ich mache jetzt den Teig für das Ding. In den Teig kann eigentlich schon alles rein. Und das Wasser tue ich noch nicht ganz dazu. Das ist immer ein bisschen so unterschiedlich, wie viel Wasser man braucht. Deswegen lasse ich da noch einen Schluck draußen. Und dann einfach verrühren. Der Teig sieht super aus. So sollte das sein. Ja, Teig ist fertig. Wasser braucht noch. Ich persönlich nutze die Wartezeit dann immer ganz gerne und arbeite so ein bisschen vor. Jetzt werde ich noch kurz die Schalotten für die Soße schälen zwischendurch. So, das Wasser kocht. Ich habe mir hier jetzt auch noch kaltes Wasser vorbereitet, eine Schüssel zum Abschrecken dann später. Okay, kochen ist vielleicht der falsche Begriff. Vielleicht dauert es auch doch noch einen Moment. Ich gebe jetzt noch eine Prise Salz dazu. Legen wir los. Das Ding kommt ja einfach drauf. Ich denke, jeder hat schon mal vermutlich gesehen, wie dieses System funktioniert. Und für die Menge, also das sind jetzt 4 Portionen, das wird auf 2-mal gemacht und dann ist gut. Also echt schnell. Spätzle sind echt schnell gemacht. Dann immer gleich einmal umrühren, falls sich hier irgendwo so ein Teigklumpen bildet, dass der sich gleich auflöst. Und dann schwimmen ja schon die ersten oben. Aber ich lasse das dann schon meistens noch so, bis es so einmal wirklich kocht und dann schöpfe ich es ab. Weil oft ist zwar außen ein Großteil durch, aber in der Mitte ist noch so ein teigiger Kern und das ist nicht so geil. So, dann kommen wir jetzt noch zur Soße. Und zwar machen wir da Rotweinschalotten. Ich dachte mir, das passt zum einen geschmacklich sehr gut. Ich mag diese rotweinigen Soßen mit Spätzle sehr gern. Und auch zu diesem erdigen, aber doch auch süßlichen Kürbis, Kohl bzw. Mangold passt sehr gut. Und auch ein großer Vorteil, gerade für vegetarische Gerichte, wenn man keinen Bratenansatz und sowas hat, ist das immer wirklich eine gute, schnelle Soße, die man so aus dem nichts raus quasi machen kann. Dazu brauchen wir die 2 Hauptzutaten natürlich. Schalotten, die habe ich jetzt gerade ja schon geschält, und Rotwein, das ist nicht zu wenig. Außerdem brauchen wir noch ein bisschen Mehl und Butter. Und dann war es das im Grunde schon. Also wirklich, das ist wohl eine der schnellsten Soßen überhaupt. Als erstes brate ich persönlich die halbierten Schalotten an, bis sie schön die ersten braunen Stellen haben. Also ein bisschen Röstaromen schadet nicht, aber braucht man jetzt auch nicht brutal übertreiben. Einfach so eine schöne röstige Farbe. Dann nehme ich die aus dem Topf und dann kommt in den Topf Butter. Die wird dann geschmolzen. Wenn sie geschmolzen ist, kommt noch das Mehl hinzu. Das wird dann verrührt und dann wird das Ganze mit Rotwein abgelöscht. Und dann kommen die angebratenen Schalotten dazu. Das Ganze dann noch abschmecken mit ein bisschen Salz, Pfeffer, eventuell Zucker. Und fertig ist eine schnelle Soße. Ja, ihr Lieben, alle Vorbereitungen sind getroffen. Den Rest mache ich dann, wenn meine Gäste da sind und werde das ein bisschen für euch mitfilmen, wie ich das Ganze dann noch vollende. Zum einen werde ich noch die Spätzle dann anbraten, schön mit Butter. Du kannst sie einfach nur in Butter schwenken und erwärmen. Oder wirklich ein bisschen anbraten, das ist so eine Geschmackssache. Ich persönlich mag schon das Gebratene, Knusprige dann dazwischen auch ganz gerne.
Und dann werde ich sie auch noch mal ein bisschen salzen, falls das notwendig sein sollte. Dann sind die fertig. Die Soße haben wir ja schon gemacht. Und dann ist noch Moment der Wahrheit bei unserer Roulade. Die habe ich noch abkühlen lassen und packe sie wirklich erst dann aus, wenn es notwendig ist. Wie gesagt, das ist auch bis hierhin ein Schritt, das könnt ihr gut am Vortag machen und die dann noch über Nacht kühlen lassen. Ich werde das Ganze dann in Scheiben schneiden. Hier ist ein bisschen ja, dein eigenes Ermessen gefragt, wie dick du die gern hast. Bei mir wird so 1,5 cm, vielleicht bis 2 maximal. Und dann werde ich das Ganze in der Pfanne mit ein bisschen Öl noch anbraten. Und wenn alle drei Komponenten dann fertig sind von unserem super Hauptgang, dann wird angerichtet und natürlich gegessen. Ich hoffe, dir hat das Video wieder Spaß gemacht. Du hast vielleicht eine kleine Inspiration bekommen für Weihnachten, egal welcher Part oder ob du es wirklich genau so nachkochst. Alle Teile dieses Gerichts sind im Rezept auf meiner Homepage, wie vorhin schon gesagt. Folgt mir gerne auf Instagram, da bekommst du ein bisschen mehr Behind-the-Scenes-Einblick hier aus meiner Küche. Und natürlich nicht zu vergessen, der Adventskalender. Falls du noch mehr über Soßen und was alles dahinter steckt lernen möchtest, dann schau doch mal in meiner Kochschule vorbei und werde Mitglied. Da ist ein großes Kapitel Soßen und Suppen und also Leute, Soßen sind nicht so ein Hexenwerk, wie man immer denkt. Wenn man weiß, wie es funktioniert, dann hat man jede Soße drauf versprochen. Also melde dich gerne an oder verschenk's vielleicht auch auf Weihnachten für deine kochwütigen Freunde, Familie, Bekannte, was auch immer. Okay, ich habe genug geredet. Also hab eine schöne Adventszeit und lass es dir schmecken, was auch immer du gerade vielleicht isst oder heute noch isst. Ich habe Hunger, merkt man das? Ciao!